Moin Moin und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 17. Morgens 9:30 in Deutschland. So sieht das aus, wenn Manuel seine Klamotten abends auszieht. Ein einziger Berg in seiner Höhle. Hast du dir eine kleine Höhle gebaut? Im Wohnzimmer? Oder was ist das? Der hat sich da geschaufelt, einen Hügel, auch in einen Maulwurfenhügel. Ein Maulwurfenhügel hat er sich geschaufelt? Ja, vor lauter Wildigkeit. Möchtest du auch was von meiner köstlichen Zwiebelmettwurst? Du? Schatz. Könnte es sein. Ja, das geht noch. Ess jetzt. Ess! Das geht noch? Ja. Die sind ja dröch erschied. Ich hab nebenbei ein bisschen was hier gemacht, aufgeräumt. Die sind ja dröch erschied. Nee. Du, möchtest du was von meiner köstlichen Zwiebelmettwurst? Nein. Menschen, die Zwiebelmettwurst essen, sind komisch. Warum? Aber Leute, die Huma-T-Shirts tragen... Entweder man isst Zwiebelmett, also frisches Mett mit Zwiebeln, oder man lässt das. Aber das ist bäh. Das ist nachgemachtes Mett. Das ist bäh. Das ist nachgemachtes Mett. Bäh. Yeah, wir haben es geschafft. Das Intro ist fertig. Uhu. Nach 3 Versuchen. Erst habe ich gesagt, Vlogmas Tag Nummer 17. Ich so, ohne Nummer. Und er dann beim nächsten Mal Vlogmas Tag Nummer 17. So, und jetzt geht's mit Adi zum Onkel Doktor. Ne? Nee, zum Onkel TÜV. Doktor war schon. Ja, Onkel Doktor war schon. Jetzt geht's zum TÜV. Denn er hatte ja ein paar Mängel. Einen einzigen Mangel. Und der wurde jetzt professionell behoben. Und jetzt hoffen wir mal, dass er durchkommt. Ja, da gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, dass wir heute den Stempel kriegen, ne? Damit du dich endlich um ein neues Nummernschild bemühen kannst. Ja. Das sieht scheiße aus. Weil unser Nummernschild, das sieht so komisch aus. So braun wird das und das sieht nicht mehr schön aus. Deswegen die Grundfarbe, das was so schön weiß glänzend sein soll, das blättert ab. Das war eine ganz billige Produktion scheinbar. Und jetzt fahren wir nämlich eben schnell Stempel abholen. So ist mein Plan. Ja, das klappt auch. Und danach? Die dürfen ja nichts anderes mehr jetzt kontrollieren, ne? Dürfen sie schon. Ich meine, wenn da unten jetzt mal irgendwas komisch weghängt. Aber die dürfen jetzt nicht noch nach was anderem gucken. So, die gucken jetzt nur nach dieser einen Sache. Naja, außerdem fällt irgendwas ins Auge, wo es heißt, pass mal auf. Das ist aber ganz übel. Und danach gehen wir, wenn alles gut geht, ein Weihnachtsgeschenk. Ja, genau. Da gehen wir heute noch hinterher, was ganz, ganz, ganz schön ist. Ja, und dann, es ist 10:50 auf dem Samstag und wir sind unterwegs. Ja. Das ist das Urlaubsadrenalin, würde ich mal sagen, ne? Obwohl du ja heute und morgen auch noch arbeiten musst. Aber das schaffen wir, ne? Ja, dafür habe ich ja... Dafür hast du Weihnachten frei? Weihnachten. Genau, die kompletten Weihnachtsfeiertage. Und ich glaube, ich werde die kompletten Weihnachtsfeiertage nur vorm Rechner sitzen und zocken. Ich glaube, ich ja? tue nichts anderes. Ja. Echt? Kannst du dir auch mal gönnen? Vielleicht. Ja. Mit dem Handy. Ich finde die Straße nicht. Und jetzt? Bitte nach 100 Metern links abbiegen. Aber Langholter Weg gibt es ja. Dann ist das nicht mehr Ramslow, dann ist es Langholt. Jetzt links abbiegen. Genau. Adi hatte Hüff. Das nenne ich mal schnell, ordentlich, zuverlässig und billig. Ich habe nur 3 Euro für die Nachprüfung bezahlt. Obwohl ich dachte, das kostet mindestens 25. 30? Ich hatte das so in Erinnerung. Nach Prüfung 30 Euro. Brauchen wir jetzt mein Handy fürs Navi, oder? Moment nicht. Wir fahren jetzt einfach mal so drauf los, ne? Ich finde die Straße gerade nicht im Navi und ich habe keinen Bock jetzt zu suchen. Bitte 7 Kilometer der Bundesstraße folgen. Also das kann man echt empfehlen. Ja. Zack, zack ging das. Wir waren jetzt, glaube ich, 5 Minuten drin, Stempel drauf und weiter geht's. Und alles sehr gut aussehende Männer da, ne? Sympathisch. Sympathische, ja, sympathische junge Truppe. Wären wir jetzt nicht durchgekommen, hätte er jetzt irgendwas gesagt, Schweine.
Arschlöcher. Nein. Nee, das tue ich in dem Fall nicht. Nein, die müssen das ja machen. Ja, wollte ich gerade sagen. Gerade bei sowas jetzt am Fahrwerk. Ich meine, wenn ich mit 220 über der Autobahn fahre und dann fängt da vorne irgendwann an zu wackeln, das ist nicht gesund. Nee, finde ich auch gut, dass er nochmal nach dem Öl geguckt hat und sowas alles, ne? Ja. Jo. Da habe ich ja beim letzten Mal irgendwie ein bisschen daneben gekleckert, als ich Öl nachgefüllt habe. Ich sag ja, du bist in der Familie der Kleckeronkel. Ja, ich habe immer so viel komische Sachen zu machen. Du Herbikin Tito. Wünsche ich mir zu Weihnachten. Die kostet nur 169 Euro. Ich will das Pony. Ich wollte schon immer mal ein Pony. Guck mal, das ist auch ein David, aber der sieht nicht so schön aus. Dieses schöne große Bild haben für 15,99. Guck mal, wie der aussieht. Nicht so wie unser, ne? Der hat ein Plastikgesicht. Ja. Nicht so schön, ne? Aber auf jeden Fall haben wir schon mal ein Weihnachtsgeschenk für Papa. Das ist schon mal sehr gut. Was willst du? Ich möchte unbedingt das Spacehawk-Raumschiff. Kann man sich auf eine kostenlose App zu runterladen. Und ein Smartphone ist dafür auch erforderlich. Ein Smartphone. Oh, die sind auch schön hier, ne? Guck mal. Kleine Schälchen für Oliven und für Soßen. Finde ich ja gut. Oh, guck mal hier. Ein Möhrenanspitzer. Oh, den wollte ich immer schon mal haben. Wie kannst du deine Möhren anspitzen? Das ist cool, das ist für Schmuck, ne? Mhm. Eigentlich wollten wir nichts kaufen. Hier geht schon wieder los. Du, welche Größe brauchst du? Nee, 85C passt nicht, ne? Das muss mehr sein. Das reicht nicht. Und von der Farbe her? Gefällt dir? Ja. Haben sie auch noch einen? Krasser. Nee, in weiß nur noch. Dann lieber rosa, oder? Ja. Aber was für welche? Ja. Oh mein Gott, was sind das denn für Schuhe, Schatz? Sieht ja scheiße aus. Was ist denn jetzt? Das passt doch, oder nicht? Ja. Toll gepackt mit tollen Sachen, die das Leben schon hat. In einen Sweet Feeling. Mhm. Aber du musst ja heute noch mal arbeiten. Und morgen auch noch. Ja. Ist das warm? Du? Nö. Ist das schön warm? Schön zugig am Kopf. Ich gehe gerade gar nicht vor Temperatur ein. So, mein Herz, die Nummer 17 wartet. Soll ich schon mal gucken? Hab sie schon. Oh, die hast du aber fest dran getackert. Schieß weg. Wo ist der jetzt hingefallen? Weil wenn da jemand mit Barfuß reintritt... Pass auf, dass du da nicht reinpertest. 17. Siehst du den irgendwo? Nein. Hier ist schon wieder ein Duplo drin. Ich spüre das schon. Das ist ein Spiel, ein Kinderspiel. Mit diesen Kugeln. Was für ein Lied war das? Eindeutig die Du darfst jetzt nicht mehr hier mit Socken rumlaufen. Ich laufe mit Socken rum, weil ich das möchte. Das ist... Warte mal, ich guck mal dahin, da ist es ja vom Licht mal besser.
Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Diese Smarties. Ja, das sind keine Smarties. Sind denn Orion Lentilkis? Wo hast du das denn weg? Für dich nur das Beste, Schatz. Nachgemachte Smarties. Von Nestle? Von Nestle sind die? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das ist ja, was ist das? Dann sind die noch besser. Orion Lentilkis von Nestle. Okay. Morgen gibt es wieder was anderes, nichts Süßes. Okay? So. Dann wollen wir doch mal reingucken. Für dich nur das Beste, mein Schatz. Besser? Wie Smarties. Das sind Smarties. Das ist eine Smarties-Verpackung. Okay. Smarties! Nummer 17. Ja, keine Ahnung, was da drin ist. Ein Duplo auf jeden Fall, das habe ich schon ertastet. Oh, ist heute einer der Tage. Ich konnte ihn auch gar nicht kontrollieren. Oh, ein Duplo, den habe ich mir schon immer gewünscht. Und auch noch Haselnuss, meine Sorte. Woher weißt du das, Schatz? Das habe ich geraten. Woher weißt du das denn immer alles? Habe ich geraten. Ja? Mhm. Und ein Eichhörnchen. Wie süß. Das hat auch eine Nuss. Ich kann nicht mehr. Ist das nicht? Ja, da ist noch was, ich weiß. Und ein Lipgloss von Essence, ein Glossy Kiss. Ein, auch wie ich rede, als ob ich mit einem Baby das rede. Das Eichhörnchen ist so süß. Du, als ob ich mit einem Baby rede. Ja. Ein Raspberry Kiss. Hallo, du kleines Eichhörnchen. Hallo. Schön, mein Schatz, da freue ich mich möchtest drüber. Möchtest du da wohnen? Will er da wohnen? Da vielleicht. In einer Blume drin? Ja. So. Was ist das eigentlich schon wieder für ein Deutsch, du? In einer Blume drin. Aber so sieht man das doch gar nicht. Aber das wollte da eben zu dem Baum. Ja? Ich habe ihr Wasser gegeben. Ich wollte gerade sagen. Ich habe nur so geguckt, weil, was wohl? Rate. Ja, ich habe nur so geguckt, weil ich meinen, nochmal Tipps, BH ausgezogen habe. Wollte gucken, ob ein Titt raushängt? Ja. Ach so. Genau. Oh, pass auf, da hängt einer raus. War das der linke? Nee, der rechte. Ja. Trostloser Samstag. Nee, wir haben schon viel geschafft. Schon viel geschafft heute. Normalerweise sitzen wir um 1 Uhr am Frühstückstisch. Und heute haben wir schon um 1 Uhr schon ein Geschenk gekauft. Wir haben schon ein paar andere Sachen gekauft noch, was wir noch brauchen. Zum Frühstück noch Sachen. Für heute noch was zu essen. Leider passen die Stuhlhosen nicht. Ja, wir haben uns so schöne Stuhlhosen geholt, aber die passen leider nicht. Als Nikolausmütze. Passen nicht. Aber wer ahnt auch, dass die Stühle verschiedene Größen haben, oder? Ich dachte, das müsste passen, diese Korbstühle, aber die unten. Genau, und beim TÜV waren wir ja auch noch. Beim TÜV waren wir. Wir haben schon viel geschafft heute. Ja. Jetzt gucke ich noch eben wegen dem Laptop, weil da sind nämlich gestern Komplikationen aufgetreten. Und damit das Video heute auch pünktlich online kommt, muss Major Maulwurfen bitte in die Laptop-Abteilung. Major Maulwurfen bitte. Ich sag dir, seit fast einem Jahr, da mit deinem Laptop, da taugt nichts mehr. Ich habe wieder einen Rechner hingestellt, der ist 5-mal so schnell, aber nein. Wir machen das im Urlaub. Mhm. Und dann essen wir noch Spaghetti-Salat von gestern. Mhm. Der ist sehr, sehr lecker. No? Ist mir sehr gut gelungen, oder? Muss ich mich mal selber loben. Gut essbar.
gut essbar. Was ist das denn? Das ist kein Lob. Gut essbar. Ich bin so froh, dass das Auto TÜV hat. Na, das glaubt ihr nicht. Weil mit dem Auto war ständig irgendwas. Quatsch. Ja, Quatsch. Hier mal 100 Euro, da mal 100 Euro. Das summiert Auto sich. Auto kostet Geld. Ist nun mal so. Jo. Ist das einfach. Jo. Ich wollte nur was machen. Du. Nein, geh mit deinen Klebelippen weg. Schatz. Geh mit deinen Klebelippen Schatz. Weg. Geh mit deinen Schatz. Klebelippen weg. Nein. Du? Ja. Ich hab Raspberry-Lippen. Lecker? Nee. So, liebe Leute, wir haben mittlerweile 22.45 Uhr, müsste es jetzt sein. 10 vor schon, jetzt muss ich aber dringend los und Manuel von der Arbeit abholen. Und dann geht's gleich aufs Sofa wieder, wo ich gerade schon fast eingepennt bin. Und ich fahre jetzt auch so im Mega-Assi-Look los. Ich habe hier einfach nur meine Jogginghose an und Stiefel. Aber das fällt gar nicht auf. Schwarze Hose, schwarze Stiefel. Andere brezeln. Ah ne, das lasse ich an. Andere brezeln sich jetzt auf und gehen fett auf Tour. Und ich gehe gleich schön mit meiner Wärmflasche wieder aufs Sofa. So. Habe ich das? Habe ich. Jetzt muss ich los. Ich sage jetzt Tschüss an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und Kommentieren. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht und bis morgen. Tschüss. Thank you.